Erfolg beginnt ganz oben im eigenen Denken. Erfolg ist reine Kopfsache. Du erschaffst deine eigene Realität. Solche mehr oder weniger schlauen Psychosprüche haben wir ja alle irgendwie irgendwo schon mal gehört. Aber stimmen die denn wirklich? Oder funktionieren die im richtigen Leben dann doch nicht so? Ich meine, du kommst ja an einen hohen Praxisgewinn oder an Ästhetik interessierte Patienten nicht einfach durch Denken dran oder durch irgendwelche Glaubenssätze oder vielleicht doch. Ach, wisst ihr was? Ich präsentiere euch heute einfach mal 5 typische Beispiele aus der Praxis, alles selbst erlebt und zu einem guten Ende gebracht. Und dann entscheidet ihr am Ende des Films hier einfach selbst, ob Einstellungen, Glaubenssätze und Überzeugungen Einfluss auf euren Erfolg haben oder ob das nur bei anderen funktioniert. Los geht's! Glaubenssatz Nummer 1. Ich kann doch den Patienten nicht zu irgendwelchen Leistungen zwingen, wenn der die gar nicht will. Es gibt ja immerhin ein Patientenrechtegesetz und da muss der Patient schon selbst entscheiden können, welche Leistung er will. Und wenn es die Kassenleistung ist, dann kann ich ihn ja deswegen nicht wegschicken oder ihm diese Leistung verweigern. Und das ist jetzt ein sehr häufiges Missverständnis, das mir immer wieder begegnet, wenn wir in Praxen über Minimumbehandlungsstandards sprechen. Natürlich darf der Patient wählen. Und ihr als Zahnärzte und Zahnärztinnen entscheidet, zwischen welchen Varianten er bei euch wählen kann. Letztlich habt ihr die Therapiehoheit. Das ist ein Wort, das sich toll anhört und in Konsequenz eben auch bedeutet, dass ihr die jeweilige Leistung medizinisch verantworten können müsst. Und wenn ihr dem Patienten sagt, in dieses Loch mache ich keine Zementfüllung mehr rein, weil ich das medizinisch in keinster Weise mehr vertreten kann und Amalgam habe ich übrigens auch keins mehr da, dann kann der Patient eben wählen, ob er einen Eigenanteil leisten möchte oder ob er lediglich mit einem provisorischen Verschluss versorgt werden will und dann die Information mit auf den Weg bekommt von euch. Herr Lehmann, jetzt mal grundsätzlich. Wir sind hier in der Praxis auf solche Notversorgungen, auch von unserer Terminierung und von den Praxisabläufen her, gar nicht eingerichtet. Da finden Sie sicher für das nächste Mal eine Praxis, die genau auf diese Art von Behandlung spezialisiert ist und die das auch in einer ganz anderen Qualität leisten kann als wir hier. Habt ihr gemerkt? Mit dem letzten Satz sagt ihr haargenau die Wahrheit. Und ob ihr dann eine aktive Empfehlung aussprecht oder die Suche der Aktivität des Patienten überlasst, das ist ja dann allein eure Entscheidung. Noch mehr dieser Formulierungen findet ihr übrigens in diesem Film hier. Wir sprechen auch nach der Halbzeit-Kaffeepause noch darüber, wie ihr dem Patienten sagen könnt, dass ihr kein Budget mehr habt. Vorher kümmern wir uns aber erstmal um die Minimum-Behandlungsstandards. Die könnt ihr nämlich jetzt durchdeklinieren von Füllungen, also Amalgam, Zement, Kunststoff, über die PA. Mache ich eine Kassen-PA überhaupt noch oder wickle ich das im Rahmen meiner PZR ab, die mit Steigerungsfaktor 3,5 fester Bestandteil meines Behandlungskonzeptes ist, bis hin zum ZE, also Mogu und Gurkenhobel sein Bruder versus Teleskoparbeit oder implantatgestützte Arbeit. Was ihr medizinisch nicht verantworten könnt, müsst ihr auch nicht machen. Ja, es gibt ein Recht auf eine Kassenleistung, theoretisch. Und praktisch müsst ihr das bei gegebener Indikation medizinisch verantworten können. In anderen Worten, ihr müsst eine gewisse Erfolgsaussicht in dem vom Patienten gewünschten Behandlungsansatz sehen. Sonst nehmt ihr nämlich keine Behandlung, sondern einen Behandlungsversuch zulasten der Allgemeinheit vor,
der übrigens nach Gesetzestext des Sozialgesetzbuches ausdrücklich verboten ist. Gleiches gilt dann übrigens für die reine Kassenendo. Ihr müsst die nicht machen. Wenn ihr nämlich damit eine nicht richtlinienkonforme Behandlung erbrächtet, dann wäre auch das gemäß den gerade dargelegten Anforderungen des Sozialgesetzbuches in vielen, nicht in allen Fällen, in vielen Fällen streng genommen sogar Abrechnungsbetrug. Und das kann ich meinem Patienten auch ganz direkt so sagen. Frau Piepenbrink, Sie haben bitte Verständnis dafür, dass ich mich nicht auf juristisch dünnes Eis begebe, weil Sie sich keinen Eigenanteil leisten möchten. Habt ihr die Formulierung gemerkt, ja? Wenn ihr da zusätzliche Formulierungshilfen oder auch mal ein Online-Coaching für euer Team oder die angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte zu möchtet, dann ruft mich gerne an. Der Leistungsausgleich dafür liegt bei 349 Euro pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer und berechnet wird jede angefangene Viertelstunde. Das gilt übrigens auch für jede andere Frage. Und damit Salvete und herzlich willkommen hier auf mein Zahnarztcoach. Mein Name ist Frank Frenzel, ich bin Diplompsychologe, Trainer und Praxiscoach und ich betreue Zahnarzt- und Augenarztpraxen seit mittlerweile 23 Jahren in ganz Deutschland. Es gibt hier auf dem Kanal immer mittwochs um 12 Uhr einen neuen Film. Hi nun, wenn ihr neu hier seid und euch diese Themen hier besonders interessieren, dann heiße ich euch sehr herzlich in unserer dentalen Community willkommen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Das Abo, ganz wichtig, immer mit Glocke. Nur die Glocke macht glücklich und schlau. Unsere treuen Stammzuschauerinnen und Stammzuschauer wissen das. Ihr solltet den Kanal übrigens auch abonnieren, wenn ihr mehr zum BEMA Breakout Coaching erfahren möchtet. Ich hatte da in der letzten Woche einiges an Nachfragen und Anfragen, die ich so ein bisschen vertrösten musste. Das BEMA Breakout Coaching ist ja ein Programm in 5 Schritten, das ich mit einer zahnärztlichen Kollegin von euch, der Frau Dr. Römer, zusammen entwickelt habe. Wir haben Teile dieses Programms schon in einigen Praxen gemacht, aber eben bisher noch nicht das komplette Programm in seinem ganzen Umfang. Das ist auch erst seit dieser Woche jetzt verfügbar. Wir haben da erst vor wenigen Tagen die Pre-Launch-Veranstaltung oder die Pre-Launch-Präsentation für die erste Gruppe Interessierter gemacht, die das vorher schon angefragt hatten. Da wird es übrigens ein Video zu geben, in dem ihr auch die gesamte Präsentation sehen könnt. Da gibt es dann auch ein PDF dazu. Die Early-Bird-Kondition ist mittlerweile durch. Film kommt jetzt zeitnah, also abonnieren, wenn ihr das sehen wollt. Und den Kanal hier gibt es auch als Podcast. Da machen viele von euch ja schon sehr eifrig Gebrauch davon. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Glaubenssatz Nummer 2. Ich kann doch meine Patienten nicht unterschiedlich behandeln. Das ist eine Frage oder ein Einwand, der häufig im Coaching dann auftaucht, wenn wir über solche Patientenklassifizierungssysteme hier sprechen, die ja die notwendige Basis für eine potenzialorientierte Terminvergabe darstellen, vulgo, die es möglich machen, dass Patienten, die einen größeren Beitrag zur Kompensation der Praxisstundenkosten leisten, auch zeitnäher einen Termin bekommen. Ich habe das ja schon mal sehr viel ausführlicher in diesem Film erklärt. Wie das dann genau mit den Terminfenstern im Detail funktioniert, schaut euch das gerne dort mal an. Ich will das jetzt hier nicht wiederholen. Hier jetzt mal zurück zur Ausgangsaussage. Ich kann doch meine Patienten nicht unterschiedlich behandeln. Ja, wieso eigentlich nicht? Das machen die doch mit euch auch. Oder will mir irgendjemand ernsthaft erzählen, dass er von allen Patienten gleich respektvoll behandelt wird? Ja? Ernst? Und eure Mitarbeiterinnen auch? Dann verstehe ich nämlich so ein Schild hier nicht, selbst wenn das ein bisschen spaßig gemeint war. Wenn du den, der bereit ist, sich 6 Inlays zu leisten, merkt ihr den Denkansatz, der bereit ist, sich das zu leisten, wenn du den genauso lange auf einen Termin warten lässt wie den, der nur BEMA-Leistungen in Anspruch nehmen will, dann musst du dich doch nicht wundern, wenn deine Praxis bald, sehr bald, für BEMA-Patienten besonders attraktiv ist. Und wo kommt eigentlich diese spätsozialistische Denkweise her, alle gleich behandeln zu wollen? Steht das als Anforderung oder Bedingung in irgendeinem Gesetz? Nein!
Natürlich nicht, das denkt ihr euch aus. Mit Gesetz hat das nichts zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich den BEMA-Patienten schlecht behandle. Weder menschlich noch medizinisch. Das heißt doch nur, wenn ich meinem A-Patienten keinen besseren Service biete als einem C- oder D-Patienten, dann werde ich sehr bald mehrheitlich von C- und D-Patienten umgeben sein. Wir haben uns ja in diesem Film hier mal wissenschaftliche Experimente angeschaut, die sehr genau nachgewiesen haben, dass der immer nette und der immer hilfsbereite am Ende in aller Regel der Dumme ist. Und zwar nicht nur in der Zahnmedizin. Schaut euch das gleich gerne mal im Anschluss an. Da besprechen wir übrigens auch, wie ihr so etwas verhindern könnt. Und ob ein Patient A, C oder D Patient ist, das entscheidet doch nicht der böse Zahnarzt. Lasst euch doch nicht von wem auch immer da an der Stelle den Affen auf die Schulter setzen. Das entscheidet doch der Patient, ob er A oder C oder D Patient ist. Um mal passend zu diesem Gedanken einen Kollegen von euch zu zitieren. Grüße gehen an der Stelle raus. Du weißt, dass du jetzt hier gemeint bist, lieber U. Punkt. Der Patient hat bei mir hart dafür gearbeitet, C- oder D-Patient zu werden. Da musste der eine Menge für tun. Zitat Ende. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Denkansatz haltet. Der stellt nämlich das Zahnarzt-Patienten-Verhältnis, wie es uns Teile von Politik, Standesvertretern, Medien und auch Patienten immer wieder gerne einreden möchten, mal ganz sachlich und unaufgeregt vom Kopf auf die Füße. Ich mache jetzt hier an der Stelle mal keinen Kopfstand, sondern meine Halbzeit-Kaffeepause und sag euch allen meinen ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr hier so fleißig und regelmäßig guckt, die Filme auch mal weiterempfehlt oder bei Facebook, Insta oder in Foren und zahnmedizinischen Gruppen teilt. Dieser Kanal hier ist eine Teamleistung und der wäre ohne euer Interesse und ohne eure Hilfe auch niemals zum meist aufgerufenen deutschsprachigen Coaching-Kanal für zahnmedizinische Themen geworden. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, tut das sehr gerne über den PayPal-Link unten in der Videobeschreibung oder über die Super Thanks hier direkt unter dem Film. PayPal ist bevorzugt, das wisst ihr, da sind die Gebühren einfach wesentlich niedriger und von eurer Großzügigkeit kommt deutlich mehr bei mir an. Und wer jetzt keine 50 oder 20 Euro übrig hat, der darf gerne auch 5 geben. Es geht nicht um die Summe, das wisst ihr, es geht um die Geste. Besonderer Dank geht natürlich an der Stelle an alle, die meine Arbeit an diesem Kanal durch eine Zusammenarbeit in ihrer Praxis vor Ort ermöglichen, sprich, die mich beauftragen. Ohne euch wäre dieser Kanal hier in der Form gar nicht machbar. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Dritter Glaubenssatz. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema Budget aufgebraucht für dieses Quartal. Wie kommuniziere ich das denn eigentlich jetzt an meinen Patienten? Jetzt machen wir aber erstmal, ich muss doch auch Patienten helfen, die kein Geld haben. Ich bin ja schließlich Arzt und ich habe einen hippokratischen Eid geschworen. Freunde des geflechten Mund- und Rachenraums, erstens. Ich weiß nicht, wann und wo, wer von euch meinen Eid geschworen hat, das war aber dann sicher kein hippokratischer. Nach meinem Kenntnisstand seid ihr einer Berufsordnung verpflichtet und das war's. Zweitens, und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit, damit sowohl ihr als auch eure Mitarbeiterinnen mal aus dieser furchtbaren Armutsüberzeugung rauskommen, wobei das Hauptproblem meist der Zahnarzt ist und eben nicht die Mitarbeiterinnen. Freunde, Patienten, die kein Geld haben, gar kein Geld, die gibt es nicht. Macht euch bitte von diesem Gedanken-Bullshit frei. Das erleichtert wirklich ungemein. Es gibt nur Patienten, die ihr Geld lieber für was anderes ausgeben. Das ist aber was völlig anderes. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, ob eine Stunde deiner Kompetenz deshalb weniger wert sein soll, weil der Patient sein Geld lieber für, weißt schon, ne?
für einen Flachbildschirm oder für einen Urlaub ausgibt. Ist denn der Wert deiner Arbeit derartig beliebig oder provokant gefragt, so niedrig, dass du nicht mehr dafür verlangen darfst, als du es aktuell tust? Freunde, wenn ihr keine Minimum-Behandlungsstandards habt und da hängt ja dann auch ein Minimum-Honorarstundenumsatz mit dran, dann legt der Patient den Wert eurer Arbeitsstunde fest. Ist euch das eigentlich klar? Der bestimmt dann, was eine Stunde deines Lebens wert ist. Und das kann man eigentlich nur zulassen, wenn man seinen Selbstwert so niedrig ansetzt, dass er wirklich unter jeder Tür durchpasst. Das spürt der Patient übrigens auch ganz intuitiv, unter anderem über deine Körpersprache. Wir haben ja diesen engen Zusammenhang zwischen dem Selbstwertgefühl und deinem Honorarstundenumsatz mal ganz ausführlich in diesem Film hier besprochen. Ich wiederhole mich gerne an dieser Stelle. Ein großer Teil der Patienteneigenanteile, wieso sage ich eigentlich Eigenanteile und nicht Kosten, könnt ihr gerne euren angestellten Zahnarzt mal in die Kommentare schreiben lassen, so als kleine Übung zwischendurch. Also ein großer Teil der Patienteneigenanteile, nicht alle, aber ein großer Teil, lässt sich mit bequemen monatlichen Teilbeträgen zwischen 25 und 75 Euro erledigen. Und da sprechen wir bei einer Laufzeit von 72 Monaten immerhin schon mal über einen Rechnungsbetrag von 4.000 Euro. Und jetzt erzählt mir bitte nicht, dass eure Patienteneigenanteile da in der Mehrzahl der Behandlungsfälle durchschnittlich deutlich drüber liegen. Da tun sie nämlich nicht. Und wenn der Patient das jetzt nicht will, dann ist ihm was anderes wichtiger, was in Ordnung ist. Das sollte nur für dich, für sie, für euch nicht bedeuten, dass du entweder deinen eigenen Kompetenz- oder deinen eigenen Qualitätsstandard unterschreitest. Das bedeutet nur, dass der Patient und du, wie die jüngeren Menschen heute gerne sagen, eben kein Match oder kein Fit habt. Zu Deutsch, du kannst diesem Patienten nicht das bieten, wonach er sucht. So, ich habe gleich noch den absoluten Knaller für euch, nämlich die Überzeugung, wieso soll ich dem Patienten denn was Teures anbieten, wenn es auch eine günstigere Möglichkeit gibt, die gar nicht unbedingt schlechter ist. Jetzt besprechen wir aber erstmal, wie angekündigt, die Frage oder den Glaubenssatz, wenn ich kein Budget mehr habe, dann muss ich dem Patienten das doch auch sagen. Der soll ja schließlich auch mal darüber informiert werden, wie die Politik die Zahnmedizin aktuell gerade kaputt spart. Und das ist jetzt somit das Ungeschickteste, was man machen kann. Und zwar gleich aus zwei Gründen. Erstens begebe ich mich ja in eine Defensivposition der Verteidigung und Rechtfertigung, wenn ich so eine Aussage mache. Und zweitens zeige ich dadurch nur, dass ich meine unternehmerischen Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ja, Freunde, eine Zahnarztpraxis ist auch ein Unternehmen, ob es Einzelnen jetzt gefällt oder nicht. Warum ist denn diese Argumentation nun insgesamt so problematisch? Nun, zunächst mal zu Punkt 1 der Rechtfertigung. Den Patienten werden doch Budgetfragen überhaupt nicht interessieren, zumal das ein Thema ist, zu dem er in aller Regel ganz wenig Hintergrundinformationen hat und dass er auch nur rudimentär beurteilen kann. Im günstigsten Fall kann ich mit so einem Argument eine Solidarisierung mit dem Patienten erreichen. Dann legen wir uns eben gemeinsam ins kuschelige Bett der Depression und weinen uns gegenseitig die Schulter nass, wie schlimm und ungerecht das Leben ist. Am Ende stehe ich aber doch als Zahnarzt oder Zahnärztin dann trotzdem immer noch da und habe ja immer noch das Problem, dass der Patient mich fragt, ja, Frau Doktor, was machen wir denn jetzt? Und zweitens, und das ist dann die aus meiner Sicht viel wichtigere Frage, muss ich mich doch als Zahnärztin oder Zahnarzt zuallererst mal fragen, warum habe ich denn dieses Budgetproblem überhaupt? Und natürlich kann ich jetzt mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, Lauterbach hat Schuld.
jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das nun sachlich zutreffend ist oder nicht, frag dich doch einfach mal, wie viel Meter dich so eine Schuldzuweisung jetzt wirklich in deiner täglichen Arbeit nach vorne bringt. Deine Bank wird das nicht interessieren. Die wollen Geld, und zwar Euro. Schuldige sind jetzt nicht unbedingt deren bevorzugte Währung. Und die andere Reaktionsmöglichkeit, bei der ich dann selbst das Heft des Handelns in der Hand habe, es geht ja immer darum, dass ich wieder in den Pilotensitz komme, dass ich die Kontrolle zurückgewinne, ist dann die, dass ich mich selbst mal frage, was sagt es mir denn eigentlich über mein Praxiskonzept, meine Außendarstellung, über meine Minimumbehandlungsstandards? Was sagt mir diese aktuelle Budgetsituation über meine Terminvergabekriterien? Was sagt mir das über die Patientenanziehung meiner Praxis? Was habe ich getan, um so viele BEMA-Patienten anzuziehen, dass ich überhaupt in dieses Problem reinrutsche? Und ob euch das nun gefällt oder nicht, einen wirklichen Veränderungshebel werdet ihr nur über diese Fragen ansetzen können. Und natürlich meldet sich an dieser Stelle immer die psychologisch bange Frage so ganz hinten im Kopf: Ja, wird es denn wirklich besser, wenn ich was ändere? Oder verliere ich dann vielleicht noch mehr? Ich meine, was ich BEMA-mäßig habe, weiß ich. Was dann kommen könnte, wenn ich was ändere, das weiß ich eben nicht. Wie ihr jetzt genau diese Frage ganz praktisch und betriebswirtschaftlich vorhersagbar löst, das haben wir ja in diesem Film hier mal im Detail besprochen. Und damit nun zum letzten und fünften und schlimmsten Glaubenssatz. Wieso soll ich denn meinem Patienten etwas Teures aufschwatzen, wenn es auch günstiger geht und wenn das genauso gut ist? Da könnte ich jetzt noch mal ein separates Video wirklich zu machen, welche verschiedenen Glaubenssätze allein in diesem letzten Satz stecken. Stichwort teuer, Stichwort aufschwatzen und so weiter. Wir wollen es jetzt hier mal einfach halten und uns die Situation so vorstellen, dass es zwei finanziell unterschiedlich positionierte Lösungen gibt, die durchaus beide medizinisch vertretbar sind. Da haben wir unter Umständen im Bereich der Füllungstherapie das kleinere MOD, das ich in Keramik oder Kunststoff machen könnte. Im Bereich ZE die Brücke oder das Implantat, wenn es darum geht, nur einen einzelnen fehlenden Zahn zu ersetzen und so weiter. Und da fällt mir nun immer wieder in meinen Beratungsbegleitungen auf, dass dem Patienten die Lösung mit dem höheren Eigenanteil oft gar nicht angeboten wird. Das mag übrigens bei den Zuschauern hier auf dem Kanal völlig anders sein. In den Hunderten von Gesprächen, denen ich zuhören durfte, war das exakt so. Und wenn ich dann mal nachgefragt habe, warum dem Patienten die qualitativ haltbarere und oft auch schönere und bequemere Lösung nicht zumindest mal angeboten wurde, da war die Antwort meist: Ja, Frank, wieso soll ich sowas Teures anbieten, wenn es günstiger, kaum schlechter ist? Ich will ja den Patienten nicht verlieren. Diese Angststeuerung, die ja da drin steckt, ist wieder ein interessantes Thema. Da könnte man jetzt auch noch mal einen eigenen Film zu machen. Also wieso biete ich denn meinem Patienten nicht die qualitativ beste, schönste und haltbarste Lösung zumindest mal an? Es gibt bei Menschen 5 entscheidungsrelevante Motive. Das ist in der Psychologie ein uralter Hut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis erstens. Zweitens Bequemlichkeit. Da haben wir das Thema Zerek, nur ein Termin. Drittens Sicherheit. Da haben wir wieder das Zerek-Thema und die 10-Jahres-Garantie, die ein Großteil der Zahnarztpraxen ja heute übrigens noch gar nicht anbietet. Warum auch immer. Da haben wir viertens Prestige und Status,
eins der von Zahnärzten am wenigsten genutzten Motive tatsächlich in der Patientenkommunikation und schlussendlich noch Neugier, etwas Neues auszuprobieren und Abenteuerlust. Und der große Teil der Zahnärztinnen und Zahnärzte tut jetzt so, als gäbe es nur das allererste Motiv, nur das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zwar, Achtung, bei allen Ihrer Patienten. Sagt jetzt nicht nein, die überwiegende Mehrheit eurer Kolleginnen und Kollegen, die diese Filme hier nicht gucken, die beraten exakt so, was übrigens für euch ein Riesenvorteil ist. Da bleibt dann mehr von den Patienten für euch übrig, die andere Motivlagen haben. Freunde, wenn alle Menschen nur auf Preis-Leistung aus wären, dann gäbe es weder Persil, das Tandil aus dem Aldi, das kostet die Hälfte und wäscht genauso sauber, noch Chanel, noch Rolex, noch Porsche, noch Jaguar. Da würden wir alle Dacia fahren. Ich übertrage das ja gern mal auf andere Branchen, mache mich regelmäßig unbeliebt damit und frage mich, wie die Gespräche da so ablaufen würden, in so einem Jaguar-Autohaus zum Beispiel, wenn ein Zahnarzt die führen würde, also einer von den Kollegen, der die Filme hier nicht guckt, der würde wahrscheinlich so einem F-Type-Interessenten sagen, so, Sie sind also Anwalt und fahren jeden Tag 10 Kilometer von zu Hause in eine Kanzlei. Sagen Sie mal, brauchen Sie denn dafür jetzt wirklich so eine Ballerburg mit 8 Zylindern und 5 Litern Hubraum, so ein F-Type SVR? Haben Sie mal die Spritpreisentwicklung gesehen? Hier, ich habe Ihnen mal eine Grafik dazu rausgesucht. Das kennt ja seit Jahren schon nur noch eine Richtung. Und Sie wissen schon, dass der SVR 7 Liter Öl im Block hat und dass die auf 10 Kilometer gar nicht richtig warm werden. Und mit dem Verschleiß und dem Spritverbrauch bei so einem halbwarmen Motor kennen Sie sich ja sicher aus. Und mit Verlaub und Respekt, Herr Rechtsanwalt, Sie wirken auf mich auch leicht adipös. Wollen Sie denn da nicht lieber aus gesundheitlichen Gründen ein Fahrrad kaufen und damit auch noch was für die finale Rettung unseres Planeten tun? Nee, Freunde, der sagt das ganz anders. Der sagt, so, Sie fahren 10 Kilometer jeden Morgen. Na, da wäre es ja schön, wenn Sie diesen kurzen Zeitraum so intensiv wie möglich erleben. Da nehmen wir doch dann besser nicht den normalen Sauger. Da nehmen wir doch den Kompressor mit dem Eaton-Doppellader obendrauf aus dem Rennsport. Lieber Herr Rechtsanwalt, da ist dann jeder Moment ein Drehmoment. Und beim Soundsystem rate ich zu den 28 Lautsprechern. Nehmen Sie nicht die Sparversion mit 16. Ich hatte schon, als Sie hier reingekommen sind, das Gefühl, dass Sie sich auch in anderen Bereichen des Lebens ungern mit Kompromissen zufrieden geben. Freunde, diesen letzten Satz, das könnt ihr eins zu eins für eure Patientenberatung übernehmen. Ihr müsst dann jetzt nur, wenn ihr diesen Satz gesagt habt, so ein bisschen zur Seite rücken. Wenn der Patient den letzten Satz jetzt gehört hat, dann wächst der noch so ein kleines Stückchen. Prestige ist genauso ein wichtiges Entscheidungsmotiv wie Sicherheit oder Bequemlichkeit. Ich meine, da könnt ihr mich wirklich gerne mal zu anrufen. Es gibt sehr interessante Ansätze, wie man in seiner Praxis die gesamte Bandbreite aller relevanten Motive in der Patientenberatung ansprechen kann und eben nicht nur das Preis-Leistungs-Motiv. Wenn ihr nur dieses Motiv ansprecht, hier so, dann zieht ihr natürlich im Schwerpunkt auch genau diese Patienten an. Mensch, Freunde, in ein Jaguar-Autohaus kommt ja auch kein Kunde, der sich für ein Dacia interessiert. Das ist doch logisch. Hier kommt jetzt die Playlist mit allen Filmen zum Thema HVM und Budgetierung. Und wenn ihr wissen wollt, warum so viele Beratungsgespräche so gründlich schiefgehen, obwohl sie meist sehr lang, oft viel zu lang sind, und welche einfach zu ändernden Fehler mir dabei immer wieder auffallen, dann schaut euch mal diese beiden Filme hier direkt im Anschluss an diesen Film an. Wenn die Tipps hier in diesem Film hilfreich für euch waren, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr das BEMA Breakout Video nicht verpasst. Ich danke euch für euer Vertrauen und für Ihre Zeit. Valete et Proteinus Tevidere, euer Frank.